SWR 2 Kultur aktuell. Vor 20 Jahren hat George W. Bush den Krieg gegen den Terror ausgerufen, einen sogenannten asymmetrischen Krieg gegen terroristische Gruppen, der dann aber letztlich doch wieder zu einem Territorialkrieg geworden ist in Afghanistan und auch im Irak und der heute nun mit einem überstürzten Abzug aus Afghanistan zu Ende gehen wird und am Hindukusch womöglich alles so hinterlassen wird wie zuvor, Chaos und Terror mit einbegriffen. Der Historiker Bernd Greiner, Professor für Globalgeschichte in Hamburg, schreibt gerade an seinem Buch Made in Washington über die Außenpolitik der USA seit 1945 mit einem sehr kritischen Blick auf den amerikanischen Interventionismus. Ich grüße Sie, Herr Greiner. Ich grüße Sie auch. Ist Afghanistan aus Ihrer Sicht ein letzter Nachweis für das Scheitern dieser amerikanischen Politik der gewaltsamen Intervention? Das kann man in mehrfacher Hinsicht so sagen. Es belegt das Scheitern ein weiteres Mal gegen Aufstandsbewegungen, gegen Guerillas, einen asymmetrischen Krieg mit konventionellen Mitteln führen zu wollen. In Vietnam hat das nicht funktioniert. Es hat im Übrigen auch nicht in Lateinamerika funktioniert. Von daher kann man sagen, man ist nicht nur zum zweiten Mal, sondern ein wiederholtes Mal gescheitert mit dem Versuch, auf politische Herausforderungen eine militärische Antwort finden zu wollen. Und man ist gleichermaßen gescheitert mit dem Versuch, dort eine andere gesellschaftliche Entwicklung aufs Gleis setzen zu wollen, weil man überhaupt keine Vorstellungen hatte davon, welche Triebkräfte in solchen Gesellschaften, in solchen Kulturen freigesetzt werden, wenn eine von außen kommende Macht glaubt, ihre Verhältnisse ordnen zu müssen. Nun war die Initialzündung für diese Politik ja im Grunde der Angriff Japans auf Pearl Harbor und natürlich der Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland. Folgt also nicht eigentlich dieser Wille zur Intervention immer auch einer Notwendigkeit der Selbstverteidigung gegen eine gravierende äußere Bedrohung? Nun ja, also diese Beispiele unterscheiden sich natürlich gravierend voneinander. Im Fall Japans hat eine damalige Großmacht die USA direkt angegriffen und im Falle von Hitler-Deutschland hat man es mit einer auf globale Expansion und militärische Eroberung ausgelegten Macht zu tun. Bei allem Furchtbaren, was der 11. September 9/11 2001 signalisiert, so war das doch ein Angriff von einer Handvoll Verbrechern mit Teppichmessern und nicht eine existenzielle Herausforderung der USA. Aber man hatte sich festgefahren in Denkbahnen des Kalten Krieges, die da hießen, wir müssen an allen Ecken und Enden dieser Welt und bei jeder sich bietenden Gelegenheit in erster Linie unsere militärische Macht unter Beweis stellen. Und man ist damit in eine selbstgestellte Falle gerannt. Hat das auch mit den Erfolgen des Kalten Krieges zu tun? Denn der Wiederaufbau in Westdeutschland, die Verteidigung Westberlins gegen die Sowjetunion, das gilt ja heute auch als der positive Modellfall für die Intervention. Und so wird es ja auch in Deutschland spätestens seit der Weizsäcker-Rede von 1985 gesehen. Was ist denn dann eigentlich ja in diesem falschen Denkmuster dann tatsächlich auch falsch gelaufen danach? Nun, unabhängig von dem deutschen Beispiel hat man sich nach dem Ende des Kalten Krieges in den USA an der irregeleiteten Vorstellung geradezu berauscht. Man hätte die Sowjetunion mit militärischen Mitteln in die Knie gezwungen, man hätte sie totgerüstet. Wenn die Sowjetunion an irgendetwas gescheitert ist, dann gerade desaströsen Planungen an ihrer Unfähigkeit, mit wirtschaftlichen Herausforderungen umzugehen. Es waren nicht die Militärausgaben, die dieses Land in die Knie gezwungen haben. Allerdings hat man das in den USA anders gesehen. Es gibt dafür das wunderbare Sprichwort im amerikanischen: Wer immer nur einen Hammer zur Verfügung hat, zieht in jedem Problem einen Nagel. Also wenn ich mich in der Vorstellung einrichte, nicht nur die weltgrößte Militärmacht zu sein, sondern mit dieser Militärmacht im Zweifelsfall auch alles richten zu können, nun ja, dann laufe ich Gefahr, dass politisches Denken, politisch-strategisches Denken verkümmert oder immer eben auf diesen einen Punkt hinausläuft. Jetzt besteht die Welt nicht nur aus Terroristen mit Teppichmessern, sondern da stehen nun auch neue autoritäre Mächte. Russland, das zunehmend die Züge einer Diktatur annimmt. Insbesondere natürlich China, in dem die Kommunistische Partei einen modernen Überwachungsstaat geschaffen hat. Wer kann denn dem wirtschaftlichen Druck Chinas etwas entgegensetzen, wenn es nicht die USA sind, die auch notfalls eben bereit sind zur Intervention? Nun ja, also man begegnet solchen Herausforderungen in erster Linie, indem man seine eigene Gesellschaft stärkt und konkurrenzfähig macht. Das macht man im Fall der USA nicht mit Waffen,
sondern das würde man in erster Linie dadurch bewerkstelligen können, dass ich den maroden Laden, genannt amerikanische Infrastruktur zum Beispiel, wieder auf Vordermann bringe, indem ich dafür sorge, dass dort ein vernünftiges Gesundheitswesen aufgebaut wird und dass die sozialen Verwerfungen, die für den bekannten Zündstoff in diesem Land immer wieder führen, abgemildert werden. Dadurch werde ich konkurrenzfähig grundsätzlich und diese Glaubwürdigkeit kommt nie aus Gewehrläufen. Und das andere, gleichermaßen gravierende Problem, ist der Umstand, dass wir ja, wie wir alle wissen, spätestens seit der Pandemie, spätestens seit den Herausforderungen durch die Klimakrise, dass wir es mit weltumspannenden Problemen zu tun haben, die wir nur in einer weltumspannenden Anstrengung lösen können. Und wenn ich vor diesem Hintergrund einer Macht wie China mit starken Worten, mit dem Gestus eines Bullies begegne, also auf konfrontative Art, dann werde ich nicht nur nichts erreichen, sondern dann werde ich den Kürzeren ziehen à la longue. Denn im Unterschied zur Sowjetunion im Kalten Krieg ist China kein Scheinriese. Die UdSSR war zwar bis zur Halskrause bewaffnet, aber sie hatte ökonomisch nichts zu bieten. Das ist im chinesischen Fall anders. Und wenn die USA glauben, dort einen Kalten Krieg 2.0 führen zu können, dann werden nicht nur sie sich wundern, sondern wird der Rest der westlichen Welt auch den Schaden davor haben. Das ist das Problem, vor dem wir augenblicklich stehen. Der Historiker Bernd Greiner war das über das heutige Ende des Afghanistan-Einsatzes, 20 Jahre Enduring Freedom und die Frage nach dem Sinn oder Unsinn der amerikanischen Politik der Krisenintervention im 20. und 21. Jahrhundert. Herr Greiner, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen. SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.